Fotografien sind einfach faszinierend. Vor allem dann, wenn sie Dinge zeigen, die man so nicht alle Tage zu sehen bekommt. Sie können stumme oder auch lebendige Zeugen längst vergangener Epochen sein. Manche Fotos zeigen Unglaubliches, Erschütterndes oder sogar Geisterhaftes. Wir zeigen dir in diesem Video faszinierende Fotografien, die du so sicher noch nicht gesehen hast. Dich faszinieren geheimnisvolle Dinge und archäologische Entdeckungen? Dann zeig es uns mit einem Daumen nach oben, abonniere Verborgene Welten und begleite uns während unserer Abenteuerreise. Mysteriöse Geisterhand. Wir beginnen gleich mit einem ganz besonderen Foto. Zunächst sieht dieses um 1900 aufgenommene Bild ordentlich und hübsch aus. Die Damen posieren charmant und liebenswert zurückhaltend in beinahe einheitlicher Pose. Doch was ist das? Schaut man genauer hin, kann man auf der Schulter der jungen Frau, die in der zweiten Reihe von unten ganz rechts steht, nämlich eine Hand erkennen. Doch zu wem gehört diese Hand? Da steht niemand hinter der jungen Frau. Das Foto wurde in der Stadt Ulster auf dem Gebiet des heutigen Nordirland geschossen. Die Frauen sind Mitarbeiterinnen einer Leinenweberei gewesen. Lange war das Foto unter Lizenz von Getty Images als Zeitdokument registriert, bis es aufgrund seiner geisterhaften Qualitäten die Runde im Netz machte. Natürlich schrien viele gleich Fake. Das Foto wurde daraufhin mehrmals untersucht. Digitale Manipulationen konnten dabei nicht festgestellt werden. Allerdings ist nicht völlig auszuschließen, dass das Foto vor seiner Digitalisierung verändert wurde. Logische Erklärungsansätze gehen derweil von einem ganz normalen Belichtungsfehler aus. Möglicherweise stand zu Beginn der damals oft noch sehr langwierigen Belichtung jemand hinter der jungen Frau und hatte die Hand auf ihre Schulter gelegt und dann das Ensemble verlassen. Ein Teil der Belichtung hat die Hand erfasst, das restliche Areal wurde erst später abgebildet. Ein Aufruf in einer Zeitung von Belfast hat in der Neuzeit tatsächlich Zeugen gefunden. Eine Frau meldete sich und gab an, dass die Dame mit der Hand auf der Schulter ihre längst verstorbene Großmutter Ellen Donnelly sei. Zu den Hintergründen und der mysteriösen Hand konnte die Enkelin der Frau aber keine Aussagen machen. Schenk mir ein Lächeln. Die Fotos, die Guillaume Benjamin Armand Duchesne de Boulogne im 19. Jahrhundert aufnahm, wirken grotesk bis grausam. Wenn man dann aber erfährt, dass Herr de Boulogne ein Pionier der Erforschung der Gesichtsmimik war, kann man etwas aufatmen. Sonderbar erscheinen uns die Fotos trotzdem. Der anerkannte Physiologe und Neurologe ging auch nicht gerade zimperlich vor. Zur Abbildung der Funktion einzelner Gesichtsmuskeln nutzte er Reizstrom. Seine Probanden waren meist arme Menschen von der Straße oder eine Prostituierte, denen er für seine Dienste einen minimalen Lohn zukommen ließ. Setzte er die Gesichtsnerven seiner Probanden unter Strom, verzerrten sie sich entsprechend der Funktion der gereizten Nerven. Zu den herausragenden Entdeckungen von de Boulognes Forschungen zählte übrigens, dass man ein echtes Lachen nicht simulieren könne. Dafür muss nämlich ein Muskel namens Orbicularis Oculi bewegt werden und der unterliegt normalerweise nicht der willentlichen Steuerung. Deinen eigenen Orbicularis Oculi findest du ganz einfach. Stell dir vor, du trägst eine Sonnenbrille. Exakt unter dem Areal, das von den Gläsern abgedeckt wird, liegt dieser Muskel der Freude, der nur auf echte Gefühle reagiert. Mysteriöses Paar in einer Filmrolle gefunden. Im Jahr 2015 kaufte ein irischer Fotosammler namens William Fagan eine alte Leica-Kamera. Der historische Fotoapparat aus dem Jahr 1935 kam in einem schmucken Kistchen mit einigen Filmrollen aus dieser Zeit. Als Fagan sich die alten Rollen ansah, fiel ihm eine auf, die offenbar benutzt worden ist. Und tatsächlich, bei genauerer Untersuchung fanden sich auf dem halb fertig geknipsten Film einige faszinierende Aufnahmen. Sie zeigen ein Paar, das Anfang der 1950er Jahre auf einem Ausflug rund um den Comersee gewesen ist. In akribischer Recherchearbeit versuchte Fagan herauszufinden, wer das Paar war. Der Fotograf ist wirklich talentiert gewesen, kommentierte Fagan die Veröffentlichung der Bilder in einigen großen Zeitungen. Leider konnte die Identität bis heute nicht geklärt werden. Das Auto war ein altes BMW 315 Cabrio. Zu seinen Zeiten ein Luxuswagen und das Paar war offensichtlich sehr wohlhabend. Das Nummernschild, das auf manchen Bildern zu sehen ist, lieferte weitere Hinweise, doch keine Namen. Zugelassen wurde das Auto 1948 in der amerikanischen Besatzungszone in München.
Obwohl Filmsammler Fagin die Fotos liebt, sagt er, immer wenn ich die Bilder ansehe, habe ich das Gefühl, dass nicht ich sie sehen sollte, sondern jemand anders. Sie gehören der Familie des Paares, wo immer die auch sein möge. Die Familie von 1900. Ganz ähnlich wie dem Iren Fagin ging es dem Engländer Greg Peck aus Essex. Er kaufte auf einem Flohmarkt eine hübsche alte Holzkiste für 4 Pfund. Zu Hause fand er 18 Glas Negative mit Fotografien, die ein Jahrhundert alt sein mussten. Greg Peck reinigte die verschmierten Gläser und ließ die Fotos entwickeln. Zu sehen sind geisterhafte Szenen aus einer längst vergangenen Epoche. 6 Kinder in altmodischer Kleidung, ein Paar, noble Damen mit engen Krägen und ausladenden Hüten. Peck veröffentlichte die Fotos auf Twitter und hoffte, Informationen zu bekommen. Die Uniform des Soldaten passt zum Zeitraum zwischen 1901 und 1910. Eine Beschriftung gibt Hinweise auf den zur damaligen Zeit noblen Badeort Honfleur im Nordwesten Frankreichs. Der Name Henry Mabille konnte leider bisher auch nicht zur weiteren Identifikation der Menschen auf den Fotos führen. Alligatorenfarm. Bei den Bildern, die wir dir jetzt zeigen, wirst du gleich die Luft anhalten. Wahrscheinlich wirst du die Anzeige des Videos auf ganz groß stellen und deinen Augen nicht trauen. Aber doch, die Bilder sind echt. Entstanden sind diese bizarren Aufnahmen auf der Alligatorenfarm von Francis Ernest und Joe Campbell in Los Angeles. Da stehen kleine Kinder vor Rudeln von Tieren, die heute in Zoos und nur unter größten Sicherheitsmaßnahmen und hinter dickem Panzerglas gezeigt werden. Auf der Alligatorfarm war Unmögliches möglich. Alle Altersklassen und sozialen Schichten vergnügten sich völlig unbekümmert mit den als brandgefährlich geltenden Tieren. Damen ließen sich in aufreizenden Posen mit großen und kleinen Alligatoren ablichten. Eltern konnten ihren Nachwuchs auf den Rücken von Alligatoren reiten lassen. Der Eintritt kostete nur ein $0,25. Zu Schaden kam nie jemand. Allerdings beschwerten sich irgendwann zunehmend die Anwohner. Aus dem unzureichend eingezäunten Areal der ursprünglichen Alligatorenfarm entkamen öfter Tiere. Die tauchten dann in den Pools der wohlhabenden Anwohner oder im nahen Linkle Heights Lake auf. Die Alligatorenfarm musste schließlich ins weniger dicht besiedelte Umland umziehen und existierte dort noch bis 1984. Das Geheimnis von Harriet Cole. Harriet Cole gehört zu den tragischen Gestalten, die zu Lebzeiten ein eher tristes Dasein fristeten. Erst nach dem Tode wurde ihr große Bekanntheit und fast ewiger Ruhm zuteil. Immerhin war sie wohl der erste Mensch, der das Nervensystem für andere sichtbar machte. Die Dame wurde wohl kurz nach 1800 geboren, hat als Putzfrau an der Drexel University im Nordwesten Philadelphias gearbeitet und ihren Körper nach ihrem Tode der Wissenschaft gespendet. Ein Star-Anatomist dieser Zeit namens Rufus Weaver hat Harriet das gesamte Nervensystem entnommen und perfekt konserviert. Das medizinische Wunderwerk mutet dem unwissenden Betrachter etwas seltsam an. Aus den Augen kommen Dutzende Fasern, der Körper verläuft sich in spinnenförmigen Linien und Strukturen. Nur die dicken Hauptnerven und das dichte Schädelgeflecht lassen eindeutig auf einen Menschen schließen. Zu sehen sind trotz der filigranen Arbeit nur die vergleichsweise größten Nerven. Immerhin sitzen alleine im Gehirn 10 Milliarden winzige Neutronen und im Rückenmark sind es mindestens 200 Millionen. Gruselige Geisterfotos von William Hope. Gehen wir weg von den Fakten der anatomischen Realität hin zu weniger realen Erscheinungen. William Hope war im frühen 19. Jahrhundert ein großer Anhänger der okkulten und mystischen Szene dieser Zeit. Der Mediumismus und Seancen blühten in den 1920er und 1930er Jahren. Die Fotos, die William Hope machte und sammelte, zeigten unter anderem das Medium Will Thomas. Daneben geisterhafte Erscheinungen und eine Seance, bei denen eine eigenartige weiße Substanz namens Ektoplasma materialisiert wurde. Viele der Fotos wurden im Nachhinein als Fälschungen entlarvt, dennoch hielten auch einige der Bilder der Überprüfung stand und konnten als echt deklariert werden. Sir Victor Goddard. Als letztes möchten wir dir noch das faszinierende Foto von Goddard's Squadron zeigen.
Die Aufnahme entstand kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und zeigt Angehörige der Royal Air Force und des Royal Navy Air Service, die zu einer Einheit namens HMS Daedalus zählten. Sir Victor Goddard selbst war ein Luftmarschall und während des Zweiten Weltkriegs Oberbefehlshaber der gesamten Royal Air Force. Er veröffentlichte das Foto 1975 erstmals und zeigte in einer Vergrößerung einen erstaunlichen Fakt. Hinter einem der realen Männer in Dienstkleidung und Mütze erscheint das nebelhafte Gesicht eines weiteren Mannes. Zu damaligen Zeiten identifizierten Mitglieder von Goddard Squadron das Gesicht eindeutig als Freddy Jackson. Der Flugzeugmechaniker war einige Tage vor der Aufnahme bei einem Unfall ums Leben gekommen. Sir Victor Goddard brachte sich selbst nicht nur durch dieses Foto ins Gespräch. Der Flieger galt in seinen Kreisen als Anhänger des Okkulten und berichtete von allerlei sonderbaren Erlebnissen. So will er während eines Fluges durch dichte Wolken einmal einen rauschartigen Zustand erlebt haben. Dann öffnete sich ein Loch in den Wolken und Goddard sah einen futuristisch anmutenden Flugplatz mit bunten Maschinen, wie es sie zur damaligen Zeit noch nicht gegeben hat. Goddard war fest davon überzeugt, kurz einen Blick in die Zukunft geworfen zu haben. Skeptiker ließen nichts unversucht, Goddards Ansehen zu demontieren. Die Verleumdungen gingen so weit, dass es angeblich nie einen Freddy Jackson gegeben habe. Gut möglich, dass sein Name aus Dokumenten entfernt wurde, um die Spekulationen nicht weiter anzuheizen. Ein Rechercheteam stöberte schließlich im Jahr 1996 eine der letzten Überlebenden von Goddard Squadron auf. Bobby Capel diente im Women's Royal Naval Service. Die 97 Jahre alte Dame konnte die Existenz und den Unfalltod von Freddy Jackson zweifelsohne bestätigen. Faszinierend, unheimlich und schön zur selben Zeit, nicht wahr? Lass uns wissen, wie du über diese Geistergeschichten, Okkultes und Fotos aus längst vergangenen Zeiten denkst. Welches Foto hat dir spontan am besten gefallen? Teile deine Meinung mit uns und erzähle uns von deinen eigenen Ideen und Erfahrungen rund um Fotografie und Geister in den Kommentaren.